chaotisch und schnell grüßt euch Kasane gesagt, dachte ich zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Metroid Dread. Jetzt müssen wir gerade schauen. Ah, wir kriegen ein neues Upgrade. Die Bombe erhalten. Damit ist wahrscheinlich die Morphball-Bombe gemeint. Ja, die Morphball-Bombe. Bomben kannst du verwenden, wenn du die Form eines Morphballs angenommen hast. Drücke Morphball Form Y, um eine Bombe einzusetzen. Bomben können Feinde eliminieren, Bombenblöcke zerstören oder verborgene Blocks freilegen. Die Explosion schleudert Samus in Morphball Form in die Luft. Samus kann mit einer Bombenexplosion auch Morphballwerfer aktivieren. Also, ja, das wird die falsche. Ich will kein Amiibo verwenden. Dem Thema kann ich dann gleich auch noch zu was sagen. Dann sind das wahrscheinlich die Morphball-Werfer-Ausgang. Und ist das der Morphball-Werfer-Eingang? Ah, jetzt verstehe ich die Situation. Und das ist ein Bombenblock. Gut, dann würde man mal sagen, dann gehen wir mal dahin und dann machen wir den Bombenblock aus. Es ist wieder irgendeine Passage wieder blockiert. Also per Zufall ist vielleicht mal eine Sperre aktiviert worden. Und dann, ja, da muss ich fast schon dahin. Das tödliche Gebiet. Ah, da kommt man raus. So, dann haben wir wieder ein paar Missiles mehr. Nehme ich ganze zwei Stück. Ah, dann ist das also so ein Morphball-Bombenwerfer, der uns einfach hier in ein anderes Gebiet. Da bin ich noch ins selbe Areal schleudert. So, da würde ich sagen, wir gehen jetzt auch dahin. Und ich habe auch herausgefunden, man kann auch Markierungen setzen. Hat nur 6 an der Anzahl. Und jetzt funktionieren auf einmal Roboter. Ja, das auch noch. Zwei? So, noch mehr Sonderwünsche geht nicht. Alter, wahrscheinlich kann mir das nicht mal einmal erreichen, weil ich dann wahrscheinlich noch eine Plattform dazwischen brauche oder wie. Oder noch irgendwas dazu, damit ich überhaupt darüber komme, weil da wieder Platten sind, die einen wieder runterwerfen. Keine Ahnung, was man da noch genau braucht. Deshalb kann ich das leider nicht holen. Also brauche ich noch irgendwas, damit ich meine Geschwindigkeit erhöhen kann. Gut, dann gehen wir halt bitte zurück da
und prügeln wir damit diese Emmy-Einheit oder auch nicht. Und wir gehen einfach da lang, können wir auch. Das heißt, da kann ich die Markierung hier einfach wegnehmen. Was für ein Vieh da mal gewesen ist, auf jeden Fall irgendein Riesenvieh. Hoffen wir mal, dass es auf jeden Fall wirklich tot ist und nicht wiederbelebt wird. Und ich gehe jetzt lieber da nicht rein. Weil ich habe gerade keinen Bock mehr auf diese Emmy-Einheiten. Ich kümmere mich darum, wenn ich entweder storybedingt dahin muss oder wenn ich eine Möglichkeit habe, sie wieder auszuschalten. Zum Wohle des Guten. Okay, das habe ich jetzt bei Zufall gefunden. Weitere Missile Container für mich. Das war jetzt brutaler Zufall und wie der Zufall will, dass ich das Spiel da jetzt durchgehe. Also entweder da, um den Transporter zu nehmen oder da hier, um zu der Zentraleinheit zu kommen. Wahrscheinlich ein Emmy-Schacht. Okay, da komme ich mal nicht raus, oder? Oder? Doch, kommt da schon mal raus. Dann habe ich wenigstens einen Speicher. Dann habe ich wenigstens den hier. Oder wahrscheinlich muss ich das sogar auch raus. Das heißt, ab ins nächste Gebiet. Wo auch immer das mich hinbringt. Und da muss ich wahrscheinlich über das Gebiet dann wieder rein. Nach Burenia. Und dann über Burenia kann ich dann wieder rein. Zu diesem Energiekern und dann die Emmy-Einheit ausschalten. Ist dem so? Jetzt mal. Was ich da für ein Klima haben, dass sogar ein Klima haben, das regnen kann. Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Also ist das wahrscheinlich das Wasserareal. Dann diesen Energietank, Bauteil etc. pp. Komme ich nicht dran, zu starker Wind.
Ja, dann wird das auf jeden Fall ein Unterwasserareal sein. Wäre es mein Vorteil, dass Samus unter Wasser atmen kann? Und dass er unbegrenzt Sauerstoff hat, er das. Jetzt nur noch die Frage. Ah ja, da. Ich kann schon damit wir mal Ruhe haben. Ich will am liebsten gar nicht wissen, was die nächste mir einer für mich bereithält. Also er kann sich dann unter Wasser auch schneller bewegen. Es würde mich wundern, wenn er das auch kann. Dann kann der eine auch noch fliegen. Aber wenn das trifft dann alles noch ein. Alles was ich sage, es trifft dann alles noch ein. Daten werden hochgeladen. Die unteren Ebenen von Ulenia sind größtenteils überschwemmt. Du wirst einen Gravity-Suit benötigen, um dich dort so effizient wie möglich fortzubewegen. Fähigkeiten wie der Gravity-Beam oder der Space-Jump können dir dabei helfen, dich unter Wasser fortzubewegen. Versuche, sie so schnell wie möglich zu erlangen. Wäre nur schön zu wissen, wo die sind, die zwei Fähigkeiten. Oder am besten, wo ist der Gravity-Suit? Das wäre noch eine bessere Frage. Der Gravity Suit wird mir am meisten helfen. Aber so wie ich das Spiel kenne, werden wir den als allerletztes kriegen. Und das ist nur eine Munition auf Ladestation. Spezialtür. Mal wieder ein Mehrfachschloss. Komme ich da an den Pistol Container an oder nicht? Ja, komme ich sogar an. Zwei weitere Missiles. Aber es ist immer noch seltsam, dass ich erst zwei Energietanks habe. Damit das Spiel noch nicht die Möglichkeit gegeben hat, noch mehr von diesen Energietanks zu erbeuten.
frage mich, wann kriege ich den nächsten? Oder habe ich schon mindestens einen übersehen? Den ich hätte holen können. Hahaha, Spiel. Sehr witzig. Und lass mich raten, das ist wahrscheinlich jetzt alles mit diesen. Ja! Heißt so viel. Da komme ich ohne. Eine weitere Fähigkeit komme ich da in diesen Energietank nicht hin. Da wird mir spätestens wahrscheinlich Space Jump helfen. Die hat in den 2D Metroids halt eine andere Funktion haben als in den 3D Metroids. Das ist eine Sensortür. Sozusagen ein Rollladen. Das heißt, dass sobald ich auf dieser Plattform stehe, ist der Rollladen zu. Und wieder gestorben, weil ich es einfach kann. Und weil ich es kann, einfach nur mit zwei Energietanks rumzurennen. Vielleicht wollen die auch, dass man eben die Amiibos holt. Ja, es gibt auch Amiibos, die ich bin nämlich einmal. Ich glaube, die spezielle Samus-Amiibo. Und dann mal die Emmy-Amiibo. Wo man auch zusätzlich einen Energietank und zusätzlich einen Missile-Container kriegen kann. Wahrscheinlich haben sie es genau darauf abgezielt, dass man da das noch holt, oder wie? Extra so schwierig gemacht, damit die noch mehr die Gewinne ankuppeln können. Wahrscheinlich! Wahrscheinlich interpretiere ich da wieder etwas zu viel. Wenn sehen die Grafik noch schön, also das ist wenigstens noch ein Vorteil. Wenn's schädigt die Grafik von der Schwierigkeit. Was haben wir da oben noch? Frage mich, für was die untere Tür dann ist. Ich mach die lieber mal auf, damit ich dann schneller da reinkomme. Ja, für mich ist sie wahrscheinlich nicht da, nur damit man schneller hier reinkommt.
Und wir haben da einen grünen Teleporter schon. Blicken. Noch eine Chosa-Statue und eine Itembox. Flash-Shift erhalten. Das ist wahrscheinlich jetzt eine speziellere Fähigkeit. Mit dieser für den Kampf geeigneten Aeon-Fähigkeit kann sich Samus blitzartig über eine bestimmte Distanz nach vorn oder nach hinten bewegen. Halte bei voll aufgefüllten Aeon A gedrückt, um den Flash-Shift einzuleiten. Neige dann L nach links oder rechts, um dich blitzartig in die entsprechende Richtung zu bewegen. Alternativ hierzu kannst du auch A drücken, während du dich mit Hilfe von Dingens bewegst. Diese Fähigkeit ist auch in der Luft einsetzbar. Wenn du direkt nach einem ersten Flash auf jeweils A gedrückt hast und L zur Seite bewegst, kann Samus direkt bis zu 2 weitere Flash Shifts ausführen. Der Einsatz eines Flash Shifts lädt die Aeon-Anzeige komplett. Die beiden zusätzlichen Flash Shifts brauchen kein Aeon. Und damit können wir wahrscheinlich die Rolle laden. Dann umgehen. Ja. Und dann mit 2 weiteren Flash-Shifts kann man dann auch sehr gut bewegen. Das können wir vielleicht sogar auch benutzen, um den Robotern sogar besser ausweichen zu können. Jetzt ist halt die Frage, können wir den Flash-Shift auch unter Wasser einsetzen? Mal testen. Ne, unter Wasser funktioniert es nicht. Gut, weil da unten hätte ich noch einen Missile Plus Container. Warte mal, den könnte ich vielleicht sogar erreichen. Wenn nicht, dann gibt es jetzt einen kurzen Cut und ich bin dann gleich wieder oben. Also, mal schauen, ob ich den holen kann. Ja, ich kann ihn sogar. Missile Plus Container. Maximale Anzahl an Missiles um 10 erhöht. Habe ich den sogar noch bekommen. Dass ich das wenigstens noch versucht habe. Haben wir 10 weitere Missiles für die Bosse. Ja, da können wir zum Beispiel sehr schnell über Abgründe rüber. Das ist auf jeden Fall schon mal eine geile Fähigkeit. Und damit müssen wir dann schauen, wo können wir dann weiter. Warte mal, da kann ich da oben das Item noch holen, den Energietank mit dem Flash-Schiff. Ich glaube, ich speichere da einmal ab und dann hole ich den Energietank noch. Und dann muss ich schauen, wie ich mit dem Flash-Schiff noch weiter vorankomme. Aber ich glaube, das kann ich mir dann auch gründlich dann überlegen, wenn ich dann mal die Parts bearbeite. So, jetzt bald dich weg.
So, und ein weiterer Energietank für mich. Ja, jetzt haben wir wenigstens drei. Ah, ich glaube, ich weiß, wohin wir müssen. Nämlich hier rüber. Das wäre jetzt schon mal eine sehr gute Fähigkeit. Jetzt sind wir da unten. Da sehe ich nochmal einen Missile Container. Nur die Grande Quizfrage. Kann ich ihn erreichen oder nicht? Ich würde mal sagen, eher nein, so wie ich das Spiel kenne. Ja, so kann ich schon mal das Wasser ablassen. Und auch hier. Ich glaube, nach oben flash-shiften wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Das heißt also spätestens, da brauche ich auf jeden Fall eine Zusatzfähigkeit für den Missile Container. Da kriegen wir den sogar hier gleich. Wahrscheinlich eher weniger. Wahrscheinlich waren die Räume jetzt nur dazu da, um das Wasser besser zu verteilen, damit man dann besser rauskommt. Ja, damit wir dann über diese Tür dann rauskommen. Ich glaube, viel mehr können wir hier oben wirklich nicht machen. Gut, das haben wir schon bekommen. Aber wo hat das eine Item, was ich noch gesehen habe? Okay, hier oben ist auf jeden Fall auch noch etwas, aber wahrscheinlich irgendwo in einer Wand versteckt. Ich glaube, das war wahrscheinlich ein anderes Gebiet. Gut, diese Energieeinheit vielleicht könnte ich noch bekommen. Sofern der Flash Shift so funktioniert, wie ich denke. Vorausgesetzt, ich komme da überhaupt noch hoch. Aber anscheinend noch nicht. Ja, wenn ich da mal da bin, kann ich einmal Flash Shift versuchen zu benutzen. Ja, und da ist wieder ein Transport. Ich glaube, der führt uns wieder zurück. Ja, das ist sozusagen der Rücktransport nach... Rücktransport nach Dairon. So wird es mir jetzt beim Unterteil rauskommen, wo diese zentrale Energiekern ist. Das heißt, diese EMI-Einheit geht dann auch gleich an den Kragen.